Moin Leute, willkommen zurück bei Let's Play Terraria. Beim letzten Mal haben wir ordentlich Dämonenaltare kaputt gemacht und damit würde ich jetzt erstmal gerne weitermachen. Wir begeben uns Richtung Dschungel. Oh, LSD-Welt ist hier am Start. Ah ja, gut zu wissen. Also wir haben eine LSD-Wüste. Ah ja, doch auch ein paar LSD-Bäume. Oh, die sind immer wieder schön anzusehen. Doch. Da wird einem immer gleich ganz anders. Da werden die Glückshormone wieder hochkommen. Da wird die Hose wieder feucht. Oh Mann, die LSD-Welt. Und ich feiere immer noch die Leute, die diese Welt auch LSD-Welt nennen oder die einfach lange Zeit nicht wussten, dass das die gute, ja, jetzt weiß ich selber gerade den Namen mal wieder nicht. Die Hollowed, genau. Nee, Hollow? The Hollow, oder? Ja, ich glaube. Egal, Leute, das ist die LSD-Welt, seht's einfach ein. Die Leute sind mir immer noch am sympathischsten, die es auch LSD-Welt nennen. Denn das outet euch als richtiges Mitglied von Grants and Friends Community. Das steht auf jeden Fall schon mal außer Frage, ne? So, jetzt kommt hier gleich das erste Loch, will ich einfach mal sagen. Da müssen wir aber noch nicht rein. Wir könnten den Slime hier killen. Einfach nur, oh Mann, einfach nur aus Spaß an der Freude. So, runter mit uns. Oh, da lag sogar ein Pfeil. Ey, moin. Warte mal, was ist denn hier los? Palladium! Also wenn das mir hier schon so offenkundig angepriesen wird, dann nehme ich den Scheiß mit. Da kenne ich ja nichts. Das ist schon mal gut. Da kann ich mir nämlich aus dem Palladium zumindest schon mal vielleicht die erste Spitzhacke herstellen. Obwohl dieses Vorkommen da wahrscheinlich noch nicht mal... Ah, scheiße, jetzt fällt er auf mich runter. Obwohl das Vorkommen wahrscheinlich nicht unbedingt ausreichend sein wird dafür. So. Oh, warte mal, das ist auch Palladium, oder nicht? Nimm mit den Scheiß. Nimm mit. So, oh, da drüben sind zwei. Aber ich denke mal, ah ja, hier unten ist einer. Oh, wen habe ich denn da getötet? Oh mein Gott, ich habe gegen die Regel verstoßen. Ich habe irgendjemanden getötet mit... Wow, wow, nicht gleich so einer. Wo kommt der? Wo kommt der da? Zwei direkt, oder was? Ne, einer ist ein Corruptor, oder wie die Dinger nochmal hießen, aber der andere ist so ein World Feeder, oder wie die heißen. Ja, genau. Okay, viel hat er nicht mehr. Wahrscheinlich wird er jetzt wieder irgendwo sterben, wo ich keinen Zugriff auf seine Leichenteile habe. Ne, da ist er. Au! Der macht aber dick Schaden. Das ist aber nicht schön gewesen. So, aber immerhin haben wir ein paar Cursed Flames bekommen. Ich weiß gar nicht, Cursed Flames, kann man damit nicht auch irgendwie geile Pfeile herstellen? Ich glaube ja. Aber hey, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber wo gibt es heutzutage noch hundertprozentige Sicherheit, oder? So, okay. Oh, Geister. Geister sind nicht ganz so schlimm, behaupte ich jetzt mal. So, da drüben sind zwei... Gibt es da irgendwie einen schöneren Weg, wie ich da hinkomme? Ich will mich hier nicht durch die ganze Scheiße durch... Sag mal... Kann ja wohl nicht so schwer sein, oder? Oh Mann, doch, das wird so schwer werden. Da habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf, mich da jetzt hinzugraben. Wenn jetzt wieder so ein Worldfeeder kommt. Na, was? Wie hoch ist die Chance, dass ein Worldfeeder kommt? 1 zu 3 Millionen oder so. Und bei mir kommen wieder zwei. Da ist er. Da ist das Ding. Ich sehe dich doch genau. Kannst dich nicht verstecken, du Stinker. Jetzt kommt er wieder zurück, oder was? So, viel hat er nicht mehr. Wow, aber ich habe halt auch nicht mehr viel und das ist halt ein bisschen nervig. Der kommt doch hier gleich von unten. Ich habe mir lieber nochmal einen Heiltrank reingeballert. Da ist er. Ha. Gib her die Cursed Flames. Ja, siehst du, hier muss ich mich doch eh durchgraben. Können wir uns immer die Cursed Flames mitnehmen. Ich meine, das gibt geilere Pfeile. Aber hey, ich bin mir nicht sicher. Ich bin doch auch nur ein Grants. Ich habe keine Ahnung. Ich habe den Bogen eigentlich noch nie so wirklich oft benutzt. Zumindest auch nicht im Hard-Mode. Ich bin meistens auf die Nahkampfwaffen irgendwann übergeswitcht. Weil mir die doch mit am besten gefallen haben. So, jetzt haben wir da gleich wieder hier die ganze Scheiße der Nahrungskette in diesem bekloppten Raum da vorne. Ich sehe das doch. Spinnen sehe ich da schon. Und diverse Stinger und all so eine Kacke, ey. Verpisst euch.
So, hier kommt ihr nicht durch. Ich werde einfach die ganze Zeit schießen. Auch wenn ich nicht gedrückt lassen kann. Ich gebe nicht auf. Toxic Slug. Stink mich nicht so an. Oh, eine Mossy Hornet. Die hält sogar auch wieder ein bisschen mehr aus. Aber, wow, sie brennt. Sie brennt, das ist schon mal gut. Jetzt wird sie sterben. Ja. Wir sind schon so eine Pro-Gamer-Leute da. Der gute Wilhelm. Immer wieder für eine Überraschung gut. Der alte Knilch. Also ich weiß nicht so recht, was ich von diesem Dschungel hier halten soll, muss ich ja mal sagen. So, Adamantite und nochmal ein bisschen mehr Palladium. Hier ist wieder so eine Mossy Hornet. Besser als eine Horny Hornet. Warum ist der Geist so schnell? Ist er auf Speed? Oh, das sind auch noch mehrere. Oh. Nein, ich werde gleich sterben. Geht weg von mir. Geht alle weg. Ihr stinkt. Ihr stinkt aus dem Mund wie eine Kuh aus dem Arsch. Okay, alles klar. Bringt mir das hier jetzt irgendwas? Wow, wenn das nicht mal eine dicke Ader ist. Moment. Da baue ich mich mal lieber direkt ein, bevor da irgendjemand wieder kommt und mich angreift. Obwohl das jetzt natürlich auch nicht so intelligent ist. Weil wenn jetzt hier irgendwie so ein Viech kommt. So ein Geist. I'm afraid of the ghost. The ghost. Dann habe ich ein Problem. Wenn ein Geist kommt, dann habe ich ein Problemchen. Ein Problemchen auf meinem Wölkchen. Aber das ganze Palladium, das sollte genügen, um zumindest schon mal uns einen Palladium-Krimskrams, wie heißt der Scheiß nochmal? Palladium-Pickaxe herzustellen. Vielleicht sogar noch für den Repeater. Wenn der Repeater denn besser ist als der Molten Fury. Molten Fury macht natürlich aus den normalen Pfeilen Feuerpfeile, aber wenn der Repeater jetzt direkt 2-3 Bonusschaden hat, dann sollten wir den lieber nehmen. So, und diese blöde Hornisse da unten, die geht mir auf den Sack. Ah, warum hast du das nicht mehr ausgerüstet? So, da vorne macht irgendwas Licht. Das kann ja eigentlich wieder nur ein Dämonenaltar sein, würde ich fast sagen. Oh Mann, nerv mich nicht. Habe ich es natürlich nicht gesehen, so richtig. Aber ich weiß nicht, ob ich mich jetzt hier durchgraben sollte. Na gut, da vorne scheint wieder direkt eine nächste Höhle zu sein. Also unter Umständen könnte das schneller gehen, wenn wir uns jetzt hier durchgraben, als wenn ich mich jetzt hier wieder an die Oberfläche wage. Hier müssen doch irgendwo noch ein paar Dämonenaltare sein, oder nicht? Es war, glaube ich, nur eine Blinkwut, die da geblinkt hat. Da links, ja. Ist doch scheiße. Okay, komm. Leute, wir gehen erstmal doch wieder an die Oberfläche. Oh Mann, jetzt kommt auch noch so ein Käfer. Egal, der kann ja eigentlich nichts. So, wo habe ich denn jetzt die Unholy Arrows her? Warum zum Teufel lagen die da? Und warum hat der Typ eigentlich eine Maske auf? Fragen über Fragen. Und die meisten Fragen interessieren auch nicht mal irgendjemanden. Wow, moin, wie geht's dir? Alles klar? So, da ist noch einer. Ja, jetzt greife ich mich für ein so ein Kackding dahin. Egal, umso schneller kann man die Ressourcen nachher abernten. Oh, es ist ein Korruptor. Vorsicht, Leute, die machen immensen Schaden. Die machen immensen Schaden. Oh Mann, ich habe mir einen Heiltrank reingeballert. Leute, ich habe hier keinen Bock, nämlich von den Korruptoren korrumpiert zu werden. Ah, wie viele kommen denn jetzt? Nein, nicht in den Nahkampf gehen auch noch. Ihr werdet unfair. So. Mache ich hier mal eben schnell zu. Und ich mache euch natürlich gerne wieder Licht. Ihr sollt auch irgendwas sehen. Nicht nur meine Spitzhacke, wie sie leuchtet, wenn ich hier die Sachen abbaue. So, Palladium hat der feine Herr also schon mal ein bisschen gefunden. Na ja gut, das kann sich doch schon mal sehen lassen, möchte ich behaupten. Da kann man mit arbeiten, Leute. So, und jetzt bauen wir uns hier einen Weg runter. Dass wir hier rein können. Und dass wir dann richtig schön diesen scheiß Altar hier abbauen. So, jetzt sind hier die scheiß Korruptoren draußen. Corruptor-Viecher halt. Meine Fresse, ey. So, ein Problem weniger. Den da werden wir auch schnell erledigen. Jo, die gehen schnell down. Aber diese Korruptoren, ey. So, hängt der eine da fest oder hat er einfach keine Lust mehr? Weiß man ja nie, ne? Ist es Arbeitsverweigerung oder hängt er da wirklich fest? Fragen über Fragen. Komm, aktiviert deinen scheiß Jetpack. Ach, es ist auch noch Nacht. Jetzt weiß ich auch, warum da so viele Leute sind. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, was ist hier los? Geht's hier? Nein, hier geht's nicht tiefer runter. Hier wird es ja wohl irgendwo mal ein Loch geben, was tief genug ist, um wieder ganz nach unten... Yo, das sieht gut aus. Unten Korruptor ist da oben gewesen.
Alles klar, genau sowas habe ich gesucht. Wow, Vorsicht. Nimm deinen Bogen in die Hand. Meine Güte, kann doch nicht so schwer sein. Komm schon, triff ihn. Yes. Yes, yes, ja. So, hier ist noch einer. Ha! Schönes Ding. Palladium, schon wieder. Wieso haben wir so ein Glück und finden so viel Palladium? Das ist doch... Wow, das ist schon ein bisschen übertrieben. Warum kommen jetzt so viele Geister? Wieso könnte ich lieber Korruptoren kommen? Die kann ich immerhin aussperren, wenn ich graben will. Geister nicht. Die gehen einfach durch die Scheiße durch und denken sich, yo, jetzt nerven wir Grants mal ein bisschen. Grants, der alte Spasti, konnte ich eh noch nie leiden. Da kommen noch mehr Geister. Was soll das? Verzieht euch. Geht weg. Ah, Mann, der Korruptor. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, die Geister sind down. Und, boah, da kommt schon wieder, da kommen zwei, oder? Da ist noch einer da hinten. Nee, das ist so ein Fliegeviech, okay. Boah, ich schieße ja Pfeile weg, das ist ja nicht mehr feierlich. Aber ich habe einen ziemlichen Output, ne, was die Pfeile angeht. Das geht ziemlich zügig. Da kommt einer. Oh, oh, Vorsicht, Vorsicht. Sehr gut. So. Boah, so ein kleiner, süß. Da traut man sich ja schon fast gar nicht mehr, auf den zu schießen. Das grenzt ja schon fast dann an Tierquälerei. Okay. Also Palladium gerne mitnehmen. Wir gehen jetzt auf jeden Fall noch in den rechten Arm, sag ich mal. Um dort ebenfalls noch ein bisschen für Unruhe zu sorgen und die ganzen Dämonenaltare dort hinten kaputt zu machen. Ist das, was ist das hier wieder für ein korrupter Slime oder was? Oh, da kommen auch wieder die Baby-Slimes raus. Die Baby-Slimes. Baby. Oh Mann, mach erstmal dieses Drecksviech kaputt, was da so rumfliegt. Ey, der geht einem doch auf den Sack. Verpisst euch, ihr kleinen Slimes. Ihr könnt doch eh nix. Nur nerven könnt ihr. Ein Slimeling ist das. Ah, okay. Süß. Bloß doof, dass ich den nicht treffe, weil er so schnell ist. Ei! So, endlich. Zack, nochmal. Und da haben wir ihn in der Luft, ey. Einfach nur, weil wir es können. So, ich sollte mich eigentlich nicht so mit den Gegnern aufhalten. Ich sollte eigentlich ein bisschen Gas einfach geben. Und die Dämonenaltare hier drüben noch kaputt machen. Was ist das für eine Truhe? Ist das eine... Ah, das ist nur eine normale. Das Geld nehme ich gerne mit. Und ich habe gesehen, da unten war noch eine Truhe. Ich gehe davon aus, dass da eh nichts Gescheites drin sein wird. Aber hey, meine Pflicht als Abenteurer zwingt mich dazu, mir diese Truhe anzuschauen. Ey, verzieh dich. Vorsicht, da kommt der Dingens wieder. So, die Geister sind down. Immerhin, immerhin etwas. Da kommt schon wieder der nächste Geist. Oh Mann. Ist hier irgendwo ein Geisternest? So, vielleicht haben wir auch Glück und das ist sogar eine Mimic-Chest. Obwohl, ob wir da Glück haben, ist natürlich wieder die andere Frage. Nein, haben wir nicht. Weil die halten ganz schön viel aus. Night Owl Potion, ja. Ball ich mir halt einen rein. Und ein bisschen Eisenbarren. Brauchen wir aber auch nicht. Ich teleportiere mich erstmal nach Hause, meine Lieben. Und dann würde ich sagen, am Ofen hier können wir doch auf jeden Fall Palladiumbarren herstellen. Oh ja, 34. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Auf jeden Fall müssen wir uns jetzt herstellen. Einen Drill. Nee, nicht einen Drill, sondern ich nehme ruhig die Spitzhacke. Damit können wir dann Mithril, Urichal kommen. Oh, bis Adamantite sogar. Ja, stimmt. Stimmt, der macht ja alles. Die Palladium Pickaxe. Schönes Ding. 12 gleicher Schaden, aber ist ja scheißegal. Geht ja eh nur darum, was sie abminen kann. Und dann haben wir jetzt noch die Möglichkeit, den Repeater uns herzustellen. Mit 41 Schaden ist er unserem doch überlegen. Fast Speed. Der hat auch Fast 8 Crit. Auch 8 Crit. Stellen wir uns so ein Ding nochmal her, oder? So. Oh, der ist sogar Rapid. Also hat nochmal 17% mehr Speed und Velocity. Ich weiß immer nie genau, was dieses Velocity ist. Rückschlag nicht, glaube ich. Da würde ja Knockback stehen. Ist mir eigentlich egal. Den packen wir einfach rein. So, den Molten Fury könnten wir theoretisch wegschmeißen. Packen wir mal hier hin. Dann können wir den ja mal testen. Boom. Ich kann gedrückt lassen, Leute. Ich kann gedrückt lassen. Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Okay, ich mag die Waffe jetzt schon. Ich mag die Waffe jetzt schon. Man kann gedrückt lassen. Das ist doch einfach nur geil, ey. Meine Fresse. Ist das schön. Oh, wir haben 999 Flaming Arrows hier. Das ist natürlich heavy. Quickstack, nein. Quickstack, oh ja, ein bisschen was. Und Quickstack, nein. Cursed Flames. So, mein lieber Ryan.
Also, Cursed Flames, das brauchen wir nicht. Die Bullets brauchen wir auch nicht. Die Cursed Arrows, die könnten wir ganz gut gebrauchen. Melee Attacks, nö, das brauchen wir nicht. Ja, die hier brauchen wir, wenn. Da brauchen wir nur 35 normale Pfeile für und können uns dann diese Teile herstellen. Ja, das ist doch ein Traum. Das ist doch ein Traum in Braun. So, guck mal her, da kommen wir mal gleich hier. Wo sind die Dinger? Warum geht das nicht? Ryan, was hast du mir verschwiegen? Was brauche ich dafür denn noch? Ryan. Orichalcum. Alles klar, wir brauchen also einen Orichalcum Amboss, um das hinzukriegen. Milton, quatsch mich nicht voll. So, Purple Eyes, scheiß der Hund drauf, Violet Husk auch. Die Wurmzähne, Palladium packen wir einfach mal hier rein. Eine Palladium-Rüstung wäre natürlich interessant, weil die vielleicht nochmal einen dickeren Schadensbonus gibt. Und natürlich Verteidigungsbonus sowieso, gehe ich mal von aus. Aber das sollten wir uns dann demnächst mal ein bisschen überlegen, Leute. Ich mache an der Stelle erstmal wieder einen Cut für heute. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal hier wieder mit Wilhelm, wenn ihr mögt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bye, bye.